Hallo meine Wundervollen. Oh, du hast da ein Haar. Heute ist Tag 2. Ja, ich habe jetzt eine Nacht auf den Dreads geschlafen und die Nacht verlief auch relativ problemlos, muss ich sagen. Ich hatte keine Schmerzen oder so. Es zieht schon so leicht am Kopf. Aber es tut nicht weh. Es tut nicht wirklich weh. Es zieht nur ein bisschen. Und ich bin mit der ersten Hälfte, die ich gestern bekommen habe, sehr zufrieden. Jetzt, nachdem ich da drauf geschlafen habe, haben sie sich ja auch ein bisschen hingelegt. Und wenn sie jetzt so runter liegen, dann finde ich, sieht es richtig gut aus. Und da könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass ich die so kurz trage, die Dreads. Aber ich kenne mich zu gut. Also ich weiß, dass es zwar okay wäre, so die so eine Woche oder so zu tragen, aber ich weiß, dass ich dann auf jeden Fall die Extensions haben wollen würde. Und wenn ich heute nicht allzu spät nach Hause komme, also wenn das heute nicht allzu lange dauert, dann mache ich die Dreads auf jeden Fall heute noch rein. Ich mache die Extensions garantiert heute noch rein. Also ich fange heute damit an. Ich filme mich auch ein bisschen dabei. Ihr könnt es dann sehen. Jetzt zeige ich euch noch, was ich gerade anhabe. Also mein Outfit of the Day. Mein Outfit of the Dread Day. Badadadam, di-di-di-da-di-da-da-da. Be my baby. It's party time. Und dann gehe ich los, lasse die restlichen Dreads machen, melde mich dann auf jeden Fall nochmal zurück und zeige euch das Ergebnis. Ich hoffe, ihr wollt das wissen. Und die Kamera, mit der ich jetzt gerade filme, die nehme ich nicht mit, denn das ist mir ein bisschen zu stressig. Ich habe keine Lust, da immer nachzugucken. Wo ist die Kamera? Hat sich da jetzt jemand draufgesetzt? Hat sie jetzt jemand mitgenommen? Der Laden ist klein und wenn da so drei Leute drinstehen, dann ist der Laden voll und das ist mir so, das ertrage ich nicht, da ist mein Kontrollzwang zu stark ausgeprägt. Also bis gleich. Da bin ich wieder. Es ist vollbracht, die Dreads sind drin, alle meine Haare sind jetzt gedreadet, also bis auf die hier vorne, die werde ich auch so lassen und so behalten. Mein Pony, den brauche ich, ohne Pony bin ich nichts. Wie ihr sehen könnt, ist es nicht unbedingt irgendwie hübsch. Baby-Dreads sind halt nicht unbedingt vorzeigbar. Die stehen ab und sind stur und haben sich noch nicht eingelegen. Ja, so sieht's aus. Und so sieht's von hinten aus. Das Muster, was ich bekommen habe, ist ein, wie nennt man das, Karo-Muster. Ich blende euch mal das Bild dazu ein. Das ist das Muster, was ich mir ausgesucht habe und was ich auch bekommen habe. Die Technik, die verwendet wurde, ist die mit der Häkelnadel. Es gibt halt unterschiedliche Methoden und die mit der Häkelnadel, die nimmt am wenigsten Länge raus, wie ihr sehen könnt. Haben meine Haare fast nichts an Länge verloren. Sie stehen halt jetzt ab wie Sau und ich sehe ein bisschen funny aus. Aber so ist das eben mit Baby-Dreads. Jetzt werde ich mich dran machen und mir die Extensions reinhäkeln. Und zwar diese hier. Die sind ja extrem lang. Ich hoffe, die reichen. Wenn die nicht reichen, habe ich noch Amy rotes Haar. Das würde ich dann hier so hinten machen und die blonden vorne. Das ist auf jeden Fall mein Plan B. Falls die nicht reichen, nehme ich noch welche von diesen. Das wird jetzt die Beschäftigung für den Rest des Tages für mich sein und wahrscheinlich auch noch für morgen, weil ich nicht so schnell bin wie der Typ, der mir die Dreads reingemacht hat. Ganz im Gegenteil, ich bin wesentlich langsamer. Aber so ist das nun mal. Und das kommt jetzt nicht mehr in diesem Video, weil das wird mir sonst zu viel und zu lang. Und das guckt sich ja eh keiner an, wenn das alles so lang ist, ne? Wissen wir ja. Aufmerksamkeitsspanne so kurz. Und wenn dir dieses Video hier gefallen hat, leite es bitte an alle deine Bekannten weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal.
Ich bedanke mich und wünsche dir Sonne im Herzen.